Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind mal wieder unterwegs in Sachen Handmade-Märkte auschecken. Und zwar heute in Coralejo. Hier gibt es einen Markt, der ist immer donnerstags und sonntags. Und ich befürchte fast, dass das der einzige ist, der wirklich für mich realistisch ist. Im letzten Vlog waren wir ja zusammen schon auf einem Markt in El Cotillo. Ich erzähle euch dann später mal, was meine Gedanken dazu waren. Ich habe da auch eine Bekannte getroffen, die dort verkauft und habe ein paar Sachen rausgefunden. Und genau, dann werde ich euch später mal mein Feedback zu dem letzten Markt und auch zu dem heute erzählen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal direkt los und schauen uns diesen Markt hier an. So, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause und bevor es mein Fazit zu den beiden Märkten gibt, gibt es auch wieder einen kleinen Outfit-Check. Wieder leider ein nicht selbstgenähtes Kleid. Ich habe einfach noch nicht so viele Schnittmuster zu Kleidern gemacht und deswegen kann ich euch auch nicht so viele zeigen, weil meistens, wenn ich nähe, nicht tatsächlich eher für meinen YouTube-Kanal und für die Arbeit, sage ich mal. Das heißt, damit ich selber meine eigenen Kleider tragen kann, muss ich für euch Schnittmuster machen. Vielleicht klappt das dann endlich nächsten Sommer. Für den Winter habe ich ja schon mal ein sehr, sehr schönes Kleid gemacht. Also das hier, ein wunderschönes, luftiges Sommerkleid. Aber selbst gemacht ist das Armband und die Ohrringe von heute. Die habe ich auch, glaube ich, im ersten Vlog schon angehabt mit so kleinen Muscheln. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Und ich habe auch zwei Sachen gekauft auf dem ersten Markt. Die wollte ich euch auch gerne zeigen, weil die wirklich super süß sind. Einmal so eine Tasche. Nicht, dass ich schon genug Taschen hätte, aber die ist schon arg süß. Das ist ihr Instagram-Account und die hat die Tasche selbst genäht und halt bestickt. Dann habe ich noch diesen süßen Magneten gekauft. Hier sieht man auch ihren Instagram-Account. Also, der erste Markt kommt eigentlich aus diversen Gründen nicht in Frage. Der ist mir zu spät. Wenn es so spät ist, mag ich die Strecke mit dem Auto nicht fahren. Und dann eine Sache, die ich einfach gar nicht bedacht habe, insgesamt bei den Märkten. Ich dachte, ich gehe da hin und sage, ich hätte hier gerne einen Stand und dann geben die mir einen Stand. Aber man muss sich halt teilweise auch bewerben. Und bei dem ersten Markt ist es auch so, dass da, habt ihr gesehen, das ist im Kreis aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht, da waren vielleicht 20 Stände oder so. Und das Angebot ist total begrenzt und die suchen das auch richtig krass aus. Ich glaube, da gab es einen Stand, wo genähte Sachen verkauft wurden. Also es gibt dann quasi einen Makramee-Stand, einen gehäkelten Stand, einen bestickter Stand, einer mit irgendwelchen Fotosachen, einen Schmuckstand und so weiter. Also wirklich für jede Art nur genau einen Stand. Und du musst dann halt ja so voll das Branding für deine Sachen haben. Und ich will eigentlich ganz viele unterschiedliche Sachen machen, die auch nicht so krass branden, weil ich halt auch meine ganzen unterschiedlichen Stoffe gerne verwenden möchte. Deswegen ja, wird dieser Markt für mich nicht in Frage kommen, der heute schon eher, weil da gibt es dann von jeder Art ein paar Stände. Ich glaube, bei dem, der samstags ist, ist es genau wie bei dem Freitagsmarkt, also total ausgewählt. Jetzt kommt eigentlich nur dieser Markt für mich in Frage, der ist halt Donnerstag und Sonntag und da muss ich mir einfach wirklich überlegen, ob ich meinen Sonntag für sowas opfere. Aber ich werde trotzdem das Projekt weitermachen, nämlich meine ganzen Stoffreste abzubauen und kleine süßen Sachen zu nähen. Ob ich sie dann da verkaufe oder irgendwas anderes damit mache, ist erstmal egal. Jetzt gibt es auch ein Update, wie weit ich gekommen bin mit den kleinen süßen Sachen. Bisher nur Haargummis genäht, aber davon schon relativ viele. Diese ganzen Stoffe sind jetzt einfach mal wirklich komplett verbraucht. Das finde ich halt mega cool. Das war auch ein Video, das war mal für Burda eine Bluse. Das war das Kleid, was man nicht nähen braucht. Das hier ist von diesem Kleid, was nicht erscheinen wird. Das hier... Ach, das ist... Ja, genau. Also kein Videoprojekt gewesen. Aber das hatte ich im ersten Vlog an das Oberteil. Das ist letztlich auch das Oberteil halt von diesem Kleid, was nicht rauskommt. Hier so Bandana-Reste.
Reste. Und hier ist dann noch der Rest zugeschnitten. Hier sind halt noch dunkle Webware und dann eben noch die ganzen Jersey-Stoffe, aus denen noch Haargummis gemacht werden sollen. Die Gummis sind schon zugeschnitten und damit geht's weiter. Und danach kann ich dann hoffentlich mal mein Oberteil für mich nähen. Vielleicht, wenn der Stoff reicht, auch noch ein kleines Röckchen. Hallöchen, ihr Lieben. Ich melde mich heute mal nur mit einer Art Update zu meinen aktuellen Nähprojekten. Es ist eine Affenhitze. Ich bin sowas von am Schwitzen und komme auch nicht ganz so schnell voran, denn bei diesen Temperaturen, ja, ist alles ein bisschen langsamer. Und zwar habe ich einen Stoff, den ich seit über 20 Jahren von Wohnung zu Wohnung zu Wohnung mitschleppe. Und jetzt mache ich endlich was draus und das wollte ich euch gerne mal zeigen. Es ist im Prinzip so eine Art Zwischenprojekt, weil ich wollte mir ein neues Off-Shoulder-Top nähen und vielleicht dann einen Rock aus demselben Stoff. Der wird nicht reichen, aber das sind jetzt so die nächsten Projekte und für den Rock habe ich überlegt, will ich auch noch ein Video machen. Und das Zwischenprojekt testet jetzt quasi nochmal diese beiden Schnittmuster und verbraucht eben diesen Stoff, den ich seit über 20 Jahren rumschleppe. Tada! Das ist halt ein Animal Print und das ist ja mit diesen Prints immer so, die kommen und gehen. Und dann gibt es mal Jahre, da hat man Lust drauf, dann gibt es Jahre, da hat man keine Lust drauf. Und das Problem bei dem Stoff ist aber eher gewesen, dass das halt Synthetik ist. Das trage ich halt eigentlich nicht so gern. Aber ich dachte, dieses Schnittmuster eignet sich einfach optimal, weil man keinen Stoff unterm Arm hat. Beige ist halt eigentlich auch nicht so meine Farbe, aber ich finde, es sieht richtig gut aus. Hier zu der Tasche passt es auch ganz toll. Und dann habe ich ein Upcycling-Projekt gestartet. Das liegt hier gerade. Das war eine Hose, das schwarz-weiße, und die war mir einfach zu eng. Die hat gekniffen und die habe ich jetzt mal aufgetrennt und werde hier jetzt in die Seite eben diesen Stoff noch mit einarbeiten. Sieht ein bisschen verrückt aus. Ich bin selbst auf das Ergebnis total gespannt. Zeige ich euch dann natürlich auch, wenn es fertig ist. Und da habe ich jetzt gerade angefangen, mit französischen Nähten halt diese Stoffe zu verbinden. Hier, die sind schon fertig. Dann brauche ich nämlich den Faden von der Overlock nicht zu wechseln. Und es ist natürlich auch noch schöner, aber es geht irgendwie auch eigentlich fast genauso schnell, wenn man mal weiß, wie es geht. Hier benutze ich auch mal meinen Untersetzer. Heute ausnahmsweise mit einem Kaltgetränk und mit Eis drin. Deswegen ist der natürlich ganz praktisch. Und das ist dann der allerletzte Rest von diesem besagten 20 Jahre alten Stoff. Und daraus werden dann auch noch Haargummis. Und dann ist der endlich mal aufgebraucht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch so einen ganz, ganz alten Stoff habt, den ihr immer wieder rausnehmt und überlegt, was könnte ich daraus machen und den dann wieder zurücklegt. Vielleicht konnte euch diese kleine Sequenz dazu inspirieren, jetzt auch endlich mal was draus zu machen. Und ja, ich bin gespannt, was es dann bei euch wird. Schreibt gerne mal einen Kommentar dazu. Tada! Und fertig ist jetzt auch der Rock. Und jetzt könnt ihr es einmal angezogen sehen. Finde, so kombiniert sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Irgendwie erinnert mich das an eine Schürze, an so was Bäuerliches. Weil genau hier würde ja auch eine Schürze hängen. Das heißt, ja, der Rock ist ja so total einfach geschnitten. Ich kann den Streifen auch ein bisschen seitlicher noch machen, also so ans vordere Bein oder in die Mitte. Ich glaube, dann wirkt es nochmal ein bisschen anders, obwohl ich diesen Bauernlook eigentlich auch ganz witzig finde. Ja, die Ohrringe sind übrigens auch wieder von meiner lieben Freundin gemacht. Hier nochmal der Rock ein bisschen verschoben. Auch nicht schlecht. Und ganz vorne. Hat auch was. So, dann geht's jetzt ans Haargummis nähen. Hallöchen, ihr Lieben. Heute ist der Tag der Tage gekommen. Ich werde meinen Off-Shoulder-Top aus dem blauen Stoff, den ich in Berlin gekauft habe, nähen. Und ich habe mir gedacht, ist irgendwie immer so. Wenn ich nähe, dann kann ich doch auch gleich ein Video machen. Diesmal aber kein normales, denn dafür gibt es ja schon eine Anleitung, sondern ein TikTok-Video. Normalerweise schneide ich die Reels und TikToks immer aus den anderen Videos. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ganz speziell für TikTok ein Video drehe, beziehungsweise auch für Instagram.
Und dafür habe ich die Kamera ganz weit oben aufgebaut, damit ich hochkant filmen kann. Ich bin ganz gespannt, ja, wie das funktionieren wird. Wir machen aber auch wieder einen kleinen Outfit-Check. Und zwar habe ich ein selbstgenähtes Top an. Das ist aber kein eigenes Schnittmuster, sondern von einer Schnittmustererstellerin. Die nennt sich die Kleidermacherin. Und das ist ein echt, echt cooles Top. Ich glaube, daraus werde ich, aus dem Schnittmuster mache ich mir auch noch ein paar. Denn das kann man aus Webware nähen. Das ist schön luftig im Sommer. Gefällt mir echt gut. Das sitzt toll. Ich habe es ein ganz bisschen angepasst. Bisschen kürzer gemacht. Die Hose ist von Zara von diesem Jahr. Aber ich glaube, für so eine Art Hose würde ich auch wirklich gerne mal selber ein Schnittmuster machen. Ach, die Ohrringe will ich auch zeigen, weil wieder von meiner Freundin. Das ist jetzt dann das dritte Paar. Dann habt ihr auch endlich mal alle gesehen. Passt dann schön mit dem Rot. Heute verrate ich ein kleines DIY-Mode-Beauty-Geheimnis. Wer mir schon sehr lange folgt, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich wirklich ab Tag 1, ab dem ersten Video, immer krass drauf geachtet habe, meine Nägel irgendwie schön anzumalen, auch besonders anzumalen. Ich habe eigentlich in jedem Video irgendeine krasse Nagellackfarbe drauf. Wer die Vlogs seit dem ersten Vlog guckt, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich im Alltag eigentlich nie Nagellack trage. Und das liegt daran, dass der bei mir einfach überhaupt nicht lange hält. Egal welche Art von Nagellack, selbst wenn ich ins Nagelstudio gehe, das geht nach einem Tag kaputt. Ich wasche halt sehr oft meine Hände. Ich arbeite mit den Händen. Ich habe keine Spülmaschine. Und nach einem Tag sieht es einfach doof aus. Damit es quasi lange hält, lackiere ich meine Nägel für die Videos, denn die sind ja für die Ewigkeit. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie so schnell irgendwas fertig genäht. Das waren jetzt knapp unter 2 Stunden. Dass ich dabei gefilmt habe, hat auf jeden Fall geholfen. Ich habe aber auch ein bisschen unsauberer genäht als sonst. Egal, man wird es nicht sehen. Finde es auf jeden Fall richtig toll. Mein neues Top. Und ob das TikTok was geworden ist, das wisst ihr jetzt schon. Denn wenn der Vlog rauskommt, dann ist das TikTok schon draußen, beziehungsweise das Reel. Das wird man dann auf all meinen Kanälen sehen. Und wenn es nicht da ist, dann ist nichts geworden. Aber ihr habt dann zumindest ein bisschen ja, mitgucken können, wie es entstanden ist. Und die richtige Anleitung ist ja auch hier auf dem Kanal. Hallöchen, ihr Lieben. Ich melde mich heute aus dem Auto. Ich bin gerade wieder zu einem Coworking-Space gefahren, beziehungsweise es ist eigentlich eher ein Strandcafé oder Strandrestaurant, aber die sind hier ja auf jeden Fall offen dafür, dass man hier auch arbeitet wird. Wahrscheinlich, hoffentlich nicht die Einzige sein, die da mit ihrem Laptop gleich rumsitzt. Die sind auf jeden Fall super nett. Und das ja Schöne an diesem Ort ist, dass man danach halt richtig toll an so einen großen Strand gehen kann. Und das würde ich mir gerne ja für meinen Feierabend vornehmen. Und jetzt werde ich erstmal das Video für den Musselinrock schneiden. Den habe ich auch an, hier mit dem Oberteil zusammen. Ich finde, das ist richtig gut geworden und bin auch gespannt, wie das Video dann ja bei euch angekommen ist. Es müsste jetzt dann schon quasi draußen sein. Ich habe jetzt auch mal so langsam so einen Plan gemacht, wann welche Vlogs und nächsten DIY-Videos rauskommen. Und ich bin ja quasi in meiner Sommerpause noch. Also aktuell ist auf meinen Social-Media-Kanälen ganz wenig los. Aber ich bereite halt viel vor, um dann doch mal wieder ein bisschen regelmäßiger Output zu haben. Besonders bin ich natürlich gespannt, wie die Vlogs ankommen. Aber auch bei dem Musselinrock habe ich mal wieder ein bisschen was anders gemacht. Und zwar habe ich die letzten Jahre halt die Videos immer aufwendiger, aufwendiger, aufwendiger gemacht. Und das halt hat auch dazu geführt, dass ich selten Videos hochgeladen habe. Und ich habe das jetzt mal wieder so gemacht wie ganz früher. Nämlich, dass ich einfach während dem Nähen wirklich auch erklärt habe, was ich gemacht habe. Und in den letzten Jahren habe ich das immer so gemacht, dass ich halt extra ein Voice-Over aufgenommen habe und dafür auch nochmal extra den Text geschrieben habe. Und das sind einfach 2 Schritte, die dann jetzt wegfallen würden. Ich bin mal gespannt, ja, ob das überhaupt dann jemanden auffällt. Könnt mir auf jeden Fall vorstellen, das jetzt in Zukunft öfter wieder so zu machen. Ja, das war's erstmal. Ich zeige euch dann jetzt auch mal den Space, wo ich heute arbeiten werde. Thank you.
So, ihr Lieben, ich habe jetzt meinen wohlverdienten Feierabend. Ich werde jetzt hier am Strand ein bisschen spazieren. Es ist mittlerweile 7:15. Ich würde sagen, ich beende dann hier auch mit einem kleinen gemeinsamen Strandspaziergang diesen Vlog und zeige euch mal einen meiner allerliebsten Strände hier auf Fuerteventura, nämlich in Coralejo. Der heißt Grandes Playas. Ist einfach wunderschön. Also viel Spaß noch mit den letzten Bildern und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr im nächsten Vlog auch wieder dabei seid. Bis dann!